Hallöchen, ihr Lieben, zur nächsten Folge vom Literarischen Dialog mit mir, der Beate und dem lieben Peter. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Beate, ich freue mich, dass wir uns wieder zusammengefunden haben und heute ein interessantes Thema, für manche vielleicht ein interessantes Thema, abhandeln können, besprechen können. Was haben wir denn heute? Ein für Peter interessantes Thema, nämlich Gewalt, Kampf und Waffen. Das Wie ist du heute mich unser da Thema. herstellst. Mr. Bowman. Stimmt. Ja, also was ich dazu höchstens sagen kann, ich habe als Teenager mal eine sehr, sehr schöne Fantasy-Reihe gelesen, wo mir auch direkt eingeimpft wurde, dass es gut ist, sich mit historischen Waffen und Kampftechniken vernünftig zu beschäftigen, weil das auch eben storyrelevant ist, weil das die, wie sagt man auf Englisch, Immersivität der Geschichte erhöht. Man wird einfach besser reingezogen, wenn man sich auch vorstellen kann, selbst wenn man keine Ahnung hat von Waffen, wenn man sich vorstellen kann, wie gekämpft wird. Da gab es eine Figur, einen Ritter, der ausschließlich mit so einem sehr schweren Langschwert arbeitet. Oder kämpft. Klar, hohe Reichweite, viel Kraft braucht das, das kann nicht jeder. Und war dann auch ein Problem, wenn, also er war dann unterlegen, wenn es um einen Kampf ging mit sehr kleinen, flinken, agilen Gegnern. Dann bringt ihm so ein Langschwert natürlich nichts. Und das war in diesem Buch, was habe ich den Titel schon gesagt? Mark Antony, Die letzte Rune heißt die Reihe. Da war das sehr schön geschildert. Also klar, der konnte richtig draufhauen, aber je nachdem, wer sein Gegner ist, bringt ein Langschwert eben nicht so viel. Und das war so schön geschildert, dass ich da dachte, okay, bevor man selber irgendwas schreibt und sich Waffen ausdenkt, welche Waffen diejenigen benutzen können, sollte man sich vorher mit den Eigenheiten dieser Waffen beschäftigen. So, Ja, das ist alles, was ich dazu sagen kann zu dem ganzen Thema. dazu fällt mir Miyamoto Musashi, das Buch der Fünf Ringe, wer sich dafür besonders, das ist eine Schwert-Samurai-japanische Sache, aber weil du das gerade mit diesem Langschwert erwähnst, bei dem Musashi ist so ein Grundsatz, so eine Essenz drin, der sagt, du sollst keine Waffe bevorzugen, weil eben genau was du sagst, in einer Situation ist diese Waffe von Vorteil und in einer anderen eine ganz andere. Und wenn ich da sozusagen meiner Neigung nachgebe und sage, ich will nur mit dieser Waffe kämpfen, dann bringe ich mich in einen Nachteil. Auf jeden Fall. Also man soll keine Lieblingswaffe haben, sondern man soll immer der Situation angepasst agieren können. Ja gut, aber wenn du eine Geschichte erfindest und Konflikte provozieren möchtest, ist das natürlich eine clevere Möglichkeit, die Figuren das nicht beachten zu lassen, diese Empfehlung. Ja, wobei man noch was sagen muss, es ist ganz selten in der Weltgeschichte und auch in historischen Auseinandersetzungen, dass die Überlegenheit der Waffe den Ausschlag gegeben hat. Weil ja immer die Taktik, die Tücke, die List, die Täuschung und so weiter weit mehr ausmacht, weil ich glaube, das hab ich in anderen Zusammenhängen schon einmal besprochen, weil ja diese Dinge dann nur einmal funktionieren. Ich kann ja nur einmal den Gegner mit einer überlegenen Waffe überraschen. Ja, für den einen ist es dann vielleicht oder in dieser einen Schlacht oder Situation, Kampfhandlung, mag das zum Erfolg führen. Aber der Gegner reagiert ja. Bei der nächsten Auseinandersetzung weiß er das und hat eine stärkere Panzerung oder auch ein längeres Schwert oder was auch immer. Also das ist ja immer ein Spiel der, klar, Ja. Fantasy wird das dann anders, da ist klar, keine Ja, Frage. aber es hängt vielleicht auch vom Setting ab. Da war es jetzt so, das war zwar Fantasy, das war aber recht, wie soll ich sagen, grounded. Da gab es zwar Magie, aber das war trotzdem eher historisch aufgelegt. Und das war eben ein Ritter, der hat hauptsächlich in Turnieren gekämpft, was ja quasi sehr ritualisiert ist, nach festen Regeln. Und da mit dem Langschwert, ne, sobald du den mit der Lanze vom Pferd geboxt hast, dann geht es halt am Boden weiter. Und da ist ein Langschwert vermutlich die Waffe der Wahl in der Regel.
Ja, aber Sie dann ein... hätten die Gegner auch reagiert. Dann hätten sie gesagt, okay, nächstes Mal nehme ich auch ein längeres Schwert. Weil dort wurde Ja, ja oder nicht das? getötet, sondern dort wurde ja für gewöhnlich eher sportlich Ja, gekämpft. genau. Oder ein Unfall eher. Und es hat schon solche Dinge auch gegeben, eben Duelle auf Leben und Tod, gab es ja bis in unsere Zeit gegeben. Natürlich. Ja. Ja. Naja. Wenn du jetzt Fantasy, gut, bei Fantasy ist es noch einmal was anderes, aber wenn man jetzt, sagen wir, von historischen Romanen oder auch von gegenwärtigen Romanen ausgeht oder die in der Gegenwart spielen, was ich mir da so notiert habe, ist eben zeitgemäß, dass man über diese Zeit gut informiert ist, was gab es da wirklich, weil, oder auch. Es gab zum Beispiel Waffen, die hatten eben nur sehr reiche Leute, bis in die heutige Zeit. Und andere waren halt so mehr Poor Mans oder die sich jeder leisten konnte. Wenn ich jetzt an den Wilden Westen denke, zum Beispiel, da war natürlich die Hauptwaffe der Farmer und Siedler und so weiter eine Schrotflinte, weil die war günstig und vielseitig. Die konnte ich für die Jagd verwenden. Ich konnte auch. Das wissen auch viele nicht. Man kann mit einer Schrotflinte nicht nur Schrot schießen, sondern auch einzelne Geschosse, die dann so dick sind wie der Oh, Schrotlauf. wow, krass, okay. Das heißt, Ja, wieder was gelernt. da kannst du Bären, Büffel, alles schießen. Allerdings, ja, das führt jetzt schon in die Waffenkunde. Eine Schrotflinte, eine Flinte hat keinen Drall, hat keinen im Lauf, ist ein gerader, glatter Lauf. Das heißt, die fliegt nicht so stabil, die Kugel. Genau, die Kugel, die Geschosse fangen sich nach einer Zeit zum Überschlagen und Taumeln und so weiter an. Aber sagen wir mal so bis 50 Meter, 60 Meter funktioniert das trotzdem gut. Okay. Und im Gegensatz dazu, auf Englisch hört man es besser, Rifle ist der Drall. Rifle ist der Ah, aha. Darum heißt die Büchse, auf Deutsch ist die Rifle, mit einem gezogenen Lauf. Ganz früher die alten Musketen hatten auch glatte Läufe, bis sie auf das aufgekommen sind. Und durch diesen Drall, durch diesen Zug und Feld, heißt der Fachausdruck, wird das Geschoss in eine Rotation versetzt. Genau. Dann fliegt es stabiler auf heutzutage bis 2 Kilometer und weiter, so scharf schießen. Und da vielleicht noch für die, die sich interessieren, die vielleicht gerne Thriller oder sowas schreiben, der Unterschied ist ja auch, wie die Kugel dann auftrifft. Also quasi mit einer Waffe, die einen Drall hat, wo die Kugel rotiert, da könntest du prinzipiell einen glatten Durchschuss machen. Während, wenn es ein glatter Lauf ist und die Kugel taumelt, das zerfetzt dir natürlich dann alles. Also auch die Verwundungen unterscheiden sich. Fürchterliche Verletzungen, ja. Ja, also das sind Informationen, die machen natürlich für eine fiktionale Geschichte einen immensen Unterschied, ob derjenige nur einen Durchschuss hat und wie in den Filmen, man macht ein Pflaster drauf und in der nächsten Szene ist wieder gut, oder ob dem der halbe Arm dann weggefetzt wird. Ja, oder eben auch zum Spannend. Beispiel so Schrotflinten, die werden dann ein bisschen so, naja, Schrotflinte. Aber das kommt dann halt dann sehr auf die Distanz und auf die Schrotkorngröße an. Beispielsweise, ich habe auch viel so Bücher über Safaris und so weiter gelesen. Wenn die einen Leoparden oder einen Löwen angeschossen haben, gingen die dann mit Schrotflinten, mit sogenannten Buckshot. Das sind nur 7 oder 8 Kugeln in der Schrotpatrone. Das heißt, es ist jede Kugel so groß wie ein Pistolengeschoss. Das heißt, wenn der Leopard angegriffen hat oder der Löwe, dann kommt, das ist dann gewesen, als wenn ihn 8 Pistolenkugeln getroffen hätten auf einmal und so weiter. Also da gibt es verheerende Dinge. Kann man sich eh vorstellen. Und was du jetzt noch sagst mit den Verletzungen und so weiter, kann man auch noch sagen, in kriegerischen Auseinandersetzungen, also sagen wir jetzt einmal seit dem Ersten Weltkrieg, Genfer Konvention und solche Dinge, sind Vollmantelgeschosse vorgeschrieben. Das heißt, ich habe hier so eine Patrone, nur dass man sich's vorstellen kann. Das ist ein Vollmantel, die muss spitz sein, die Patrone, weil eigentlich das einen Durchschuss eigentlich so wenig Schaden wie möglich anrichtet,
zugleich aber wiederum mehr Durchschlagskraft auf irgendwelche leichten Panzerungen und so weiter hat. Und auf der Jagd oder die Polizei zum Beispiel, die benutzen Hohlspitzgeschosse, weil da will man, dass sich das Geschoss aufpilzt und so eine große Wunde wie möglich macht, damit das Tier sofort niedergeht oder überhaupt bei wehrhaftem Wild, wie man so schön sagt, wo du selber in Lebensgefahr bist, wenn das nicht sofort liegen bleibt. Das ist das eine. Was ich noch sagen will, ist die Funktionsweisen heute. Es ist nichts dabei. Wenn du in YouTube eingibst, how a pistol works oder how a revolver works, dann siehst du dort ganz tolle Animationen, wie das alles vor sich geht und dann kannst du dir vorstellen, wie das überhaupt ist. Weil eben die meisten Leute meinen, ja, die Patrone fliegt oder irgendetwas, aber eben das Ganze ist die Patrone, aber wegfliegen tut nur das Geschoss und in der Waffe bleibt die leere Hülse. Bei einer Selbstladepistole fliegt die dann raus oder bei so einem Selbstladegewehr und bei einem anderen Gewehr musst du repetieren und dann fliegt die leere Hülse raus. Also das sieht man aber in solchen Animationen ganz super. Oder YouTube ist überhaupt eine Fundstätte für Ja, diese also Dinge. das wollte ich gerade sagen für oder empfehlen für historische Waffen. Ja, Du hast für wirklich Pflichtschule. alles Spezialisten. Also das ist jetzt ein Henne-Ei-Problem, je nachdem, was ihr für eine Geschichte habt. So, guckt ihr erstmal, was gibt es bei YouTube und was empfehlen die Experten, was sind die Kampftechniken und wählt dann vielleicht eine Waffe für eure Figur. Oder ihr habt die schon gewählt und könnt dann recherchieren, wie diese Figur mit der Waffe umgehen müsst. Also da gibt es wirklich Ja, alles. die Handgriffe, die er machen muss, weil, und schau, das ist ja dann, und das verleiht ja dem dann wirklich auch so Authentizität. Und wenn der Autor weiß, er musste die Waffe durchladen oder so etwas, dann der nicht, der nimmt sie einfach her und schießt, das ist, naja, aber wenn du ein bisschen dein Fachwissen, und das muss ja nur an der Oberfläche sein, das sind ein paar Fachausdrücke, ein paar Kleinigkeiten, und dann entsteht der Eindruck, na, der kennt sich da aus bei dem, und das wollen wir ja eigentlich. Richtig, also selbst wenn es nur um so banale Sachen geht wie das Gewicht einer Waffe, weil die meisten von uns, ich rede jetzt von mir, Peter ist da ein bisschen bewanderter als ich, die meisten Leute werden noch nie eine Waffe in der Hand gehabt haben. Wenn man da einfach mal so ein Gefühl für gibt, für die Haptik alleine, das macht sie ja schon viel plastischer, wenn man sich dann vorstellt, oh Gott, der muss das Ding jetzt die ganze Zeit auf dem Rücken mit rumschleppen. Während man sofort merkt, wenn es nicht gut recherchiert ist. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Buch war. Da gab es auch einen Bogenschützen, Peter. Und der ballerte wie verrückt mit seinen Pfeilen. Und ich dachte nur irgendwann, wie viele Ja. Pfeile hat der in seinem Köcher? 70? Es wurde nicht geschildert, dass der zwischendurch losläuft und die wieder einsammelt. Also ja, Ja. in einem Computerspiel funktioniert das vielleicht, aber in so einem Roman, wo es irgendwie um Spannung geht, denkt man dann irgendwann schon, okay, langsam muss der Köcher doch mal leer sein. Das Ja. reißt einen dann aus der Geschichte Ja, raus. Das ist das dasselbe typische hast du Märchen. bei den Feuerwaffen hast du ja dasselbe, wo du sagst, ja. Eine Pistole, diese und diese, die hat eben so viele Schüsse und der Revolver hat meistens eben 6 Schüsse und so weiter. Und da kann man ja dann schon mitzählen, wie oft er schießt und dann muss er sich in Deckung begeben und nachladen oder irgendetwas. Was ich dann noch sagen will, es gibt, weil du das sagst, keine Waffe in der Hand gehabt. Du kannst heute in jedes Waffengeschäft gehen. Und kannst dort sagen, du möchtest einmal mit einer Waffe schießen, du machst dir etwas aus, der fährt mit dir auf den Schießstand und dann hast du wirklich das Gefühl, was spielt sich da ab, was ist da los, was muss ich machen? Und da kannst du auch sagen, ich möchte gerne mit einer Pistole und mit einem Revolver, ich will das probieren. Und die sind da sehr gefällig in Wirklichkeit, die. Aber das Gleiche gilt auch, es gibt auch Schwertkampfschulen. Dann gehe ich halt einmal hin und schaue dort wirklich zu, damit ich das wirklich höre, wie das ist, wenn die aufeinander schlagen oder und so weiter und so fort. Damit ich da ein bisschen ein Gefühl habe. Und das Gefühl, glaube ich, spüren die Leser. Ja, und selbst, richtig, da bin ich ganz bei dir. Selbst als Empfehlung, wenn ihr jetzt irgendwo in der Pampa wohnt und die nächste Schwertkampfschule ist 400, 500 Kilometer weit weg, es gibt überall diese Mittelaltermärkte, wirklich, die sind ja super Ich verbreitet. Also, wenn schaukel. es um historische Waffen geht,
Die Leute freuen sich. Ja. Sprecht die an. Wir sind Ja. früher auch, haben wir gelagert und wir sind da, damit wir angesprochen werden. Man freut sich. Und wenn die dann ihre Waffen zeigen und erklären können, deswegen Sind sind sie da, glücklich. das ist eine Sind Gaudi glücklich. für die. Genau. Und Ja. erklären dann die Waffe und dann könnt ihr das alles mal in die Hand nehmen und mal irgendwie über die Schulter halten und so ein Gefühl dafür entwickeln. Und dann denkt ihr auch so, oi, Wie meine lange halte ich Figur, so das wie die durch? gestaltet ist, könnte das vermutlich nicht, wenn das so eine kleine Minifrau ist zum Beispiel. Ja, also so als Empfehlung, einfach nur, wenn ihr es mal in der Hand gehabt haben wollt. Diese Mittelaltermärkte, die sind super verbreitet jetzt für historische Waffen. Schusswaffen. Aber da, Jäger gibt es auch überall. Also ich glaube, so Ja. Waffenläden und Schießstände. Ja. Und wenn ihr mal einfach nur in den Schützenverein geht bei euch. Ja, und die sind genauso gefällig wie die Mittelalterleute, weil die zeigen ihr Klump ja auch gerne her und freuen sich, wenn du Interesse zeigst an dem Hobby. Und ich muss da fast etwas Politisches noch ein bisschen einbringen, denn es wird heute alles mit Waffen als böse und Gewalt und so weiter und so fort. Aber man muss es einmal anders auch denken. Ich war zum Beispiel schon viel, also zum Beispiel in Amerika, diese ganze Waffengewalt spielt sich in Detroit, in Chicago, in Los Angeles, in diesen Ballungszentren ab, die meistens sehr restriktive Waffengesetze haben. Aber die Bösewichte halten sich ja natürlich nicht dran. Da kannst du alles verbieten, es ist völlig egal, so wie bei uns ja auch. Aber wenn du in den Süden fährst, nach Tennessee, nach Alabama oder irgendwohin, naja, dort steigt niemand nachts über einen Zaun, weil er weiß, er blickt vielleicht in die Läufe einer Schrotflinte. Das heißt, dort ist fast null Kriminalität, weil die Leute ein bisschen wehrhaft sind und uns, besonders Deutschland und Österreich und ein paar Konsorten, ist uns das wirklich aberzogen worden, uns ist anerzogen worden, ja, du musst dich auf den Staat verlassen und auf die Polizei und so weiter. Ja, ist alles gut und schön, aber die Polizei kommt, wenn es passiert ist. Die kommt nachher. Ich habe da meine eigene Theorie Bitte. entwickelt, genau dazu. Und zwar waren wir ja schon immer hier. Die Besitzverhältnisse sind geklärt. Während in den USA, während der Besiedlung, sich einfach jemand hingesetzt hat und gesagt, ich baue jetzt einen Zaun, das ist meins. Egal, ob da Indianer kommen oder andere Siedler, ich knall einfach jeden ab, der das anzweifelt. Und das ist halt noch nicht so lange her. Das ist dann einfach noch auch Teil der Kultur, dass ich mein Besitz verteidige. Und das ist das. Ja, aber das Erstmal wäre war der ja. die Bevölkerung meistens gar nicht Besitzer des Landes, sondern nur irgendwelche Fürsten. Und das gab es da halt nie. Ja, aber du könntest ja dein Haus und deine Wohnung und deine Familie auch verteidigen, ohne dass du auf die Polizei warten musst. Und das ist ja legitim. Das ist ja kein gewaltbereiter, verrückter Gedanke. Aber das wird ja völlig als verrückt betrachtet im Grunde. Finde ich aber auch, das hat was von einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Da müsst ihr Warum? mit der Waffe unterm Kopfkissen schlafen. Ja, wenn es jemand mag. Aber es kann ja auch nicht sein, wenn jetzt angenommen zwei Verbrecher bei dir einsteigen, dass du dann einfach dastehst und die haben womöglich nur irgendwelche Teppichmesser oder irgendetwas und Aber dann das passiert ja auch hier so gar nicht. Also die kommen ja, wenn du nicht da bist. Und dann nützt dir eine Waffe zu ja, Hause auch nicht. ich schaue mir gern Aktenzeichen XY ungelöst an. Ja, Da aber passiert das das sind sehr auch. wohl, dass Rentner-Ehepaare überfallen werden und Ja, umgebracht werden und so weiter und so fort. aber Und das da ist denke ich mir wirklich die oft, so eine Ausnahme. kleine Pistole hätte das verhindert. Das kann man so auch betrachten. Aber ja, das ist in unserer Kultur und so weiter. Und es ist natürlich auch so eine Sache, der Staat macht es schon für dich. Das ist bei uns sehr. Und noch einmal kurz auf die USA. Die meisten Leute wissen nicht, warum dieses Second Amendment, the right to bear arms und so weiter da drin ist. Die glauben das, was du gesagt hast, damit sie ihren Besitz verteidigen können und so weiter und so fort. Die Wahrheit ist aber, diese Väter der Verfassung der amerikanischen
haben das reingeschrieben, damit sich das Volk gegen eine verbrecherische Regierung wehren kann, damit nicht nur der Staat Waffen hat, sondern auch das Volk Waffen hat, weil es könnte ja zu einer schlimmen Regierung kommen. Das gab es ja schon auch bei uns. Und das ist der Gedanke, da ist nicht die Selbstverteidigung der Gedanke von diesem Second Amendment, sondern dass das Volk nicht unbewaffnet ist und einer bewaffneten Regierung gegenübersteht. Und da muss ich Ich noch. glaube, es ist beides. Ich glaube, es ist nicht nur das eine oder das andere. Ja, dass du natürlich einem Rancher in Idaho, dass erst, ich glaube, 1902 überhaupt ein Bundesstaat wurde und vorher ein Territorium war, weißt du, ein Territorium, da gab es keine Gerichtsbarkeit, keine Polizei und so weiter, dass ich dem natürlich, dem Ranger, nicht sagen kann, na, du darfst keine Waffen haben. Na, und noch dazu gibt es auch gefährliche Tiere dort, das gibt es ja bei uns auch kaum mehr. Ja, eben. Ich würde das Thema aber gern wieder Ja, zurücklenken ja. auf unser Podcast-Thema. Und zwar hast du es eben schon mal angesprochen. Das wäre jetzt quasi auch eine Kombination. Unser Thema war ja Gewalt, Kampf und Waffen im Roman. Quasi Kombi aus Waffen. Darüber haben wir jetzt schon ausführlich gesprochen. Und Kampf. Und zwar das Thema Duelle. Und da habe ich vor kurzem von Theodor Fontane Effi Briest gelesen, da endet es auch wegen Ehebruch in einem Duell. Und ich habe mir in letzter Zeit nochmal Gedanken darüber gemacht, was gegen einen vernünftigen Faustkampf spricht und dass sich das dann historisch so entwickelt hat, dass man dann die cleanere Lösung hat, in dem Sinne mit Schusswaffen, na, dafür aber auch die tödlichere Lösung, wenn man trifft. Ja, also Aber die Wahl der Waffen entscheidet eben auch, also es ist quasi storyrelevant. Klar, der hätte den auch einfach verprügeln können, aber es wäre nicht das Gleiche gewesen, wie den einfach, den Ehebrecher zu erschießen. ja, und es gab auch ja da bei diesen Duellen sozusagen, die haben zwar beide die sind zwar beide diesem Ehrenkodex gefolgt und es ist auch bis zum Duell gekommen, aber es hat auch das gegeben, dass der den ersten Schuss hatte oder so weiter mit Absicht nicht auf den geschossen hat und der dann auch nicht auf den. Und somit war der Sache Genüge Gesicht ist getan. gewahrt, ja. Also es ist ja nicht immer auf Leben und Tod und so weiter. Das wird natürlich, na klar, Leben und Tod-Duell ist interessanter, als wenn dann beide daneben schießen. Aber naja, es hatte das sogar in der Gerichtsbarkeit gegeben. Es hat sogar Zweikämpfe zwischen Eheleuten gegeben, die der Richter verhängt hat. Macht es euch aus. Verrückt oder auch nicht. Ja, interessant. Also klar, wenn Schusswaffen, also in dem Fall war es sogar, dass der Wirt des Gasthauses für den Fall, dass es eine Ehrverletzung gibt, hatte er Waffen vor Ort. Genau, und dass das dann eine Demokratisierung ist, weil da, egal ob reich oder arm, du kannst dann, beide haben die gleiche Waffe, auch die körperliche, jetzt wo du das mit den Ehepartnern sagst, deswegen fällt mir das ein, auch die körperliche Stärke spielt keine Rolle mit Schusswaffen, also diesen Distanzwaffen. Richtig. Ja, In interessant. Amerika gibt es ja diesen Sayer, dieses Sprichwort, the Lord created the man. Gott machte die Menschen, but Colt made them equal. Das heißt, erst mit der Feuerwaffe konnte sich eigentlich eine schwache Frau gegen einen starken Mann verteidigen. So kann man es auch betrachten. Es ist alles nicht so schwarz-weiß. Richtig, der ultimative Equalizer, so eine Schusswaffe, wenn beide eine haben. Naja, warum? Wenn das 1,90 Meter Mann ist, der auf 1,60 Meter Frau losgeht, Ja. dann ist die auch freigesprochen worden, wenn die auf den Ja. geschossen. Das ist ganz klar. Naja, trotzdem nochmal zurückzukommen. Wenn ich mir diese echten Kriminalfälle anschaue, wo Mädchen auf dem Nachhauseweg etc. und solche Dinge, na, da denke ich mir dann schon oft, wie gesagt, so eine kleine Pistole und es war ja gar nichts passiert. Oder zumindest nicht der unschuldigen Person, was passiert, sagen wir mal so. Ja, wenn sie denn dran gekommen wären, so, ja, ich finde es nicht so einfach.
Ich finde das nicht, die allgemein Ja, wissen. Aber ja. wenn du Ja, dann ja. die Täuschung und Deception dazu nimmst, dass die vielleicht zuerst sich Aber ängstigen. wenn quasi jeder eine Waffe hat, dann hätte der Vergewaltiger auch eine Waffe und hält ihr vorher an den Kopf Ja, und. aber dann sind sie immer noch gleichwertiger, weil sie dann vielleicht eine im Strumpfband hat, oder? Ja. Ne? Also es ist nicht so einfach. Nein, nein, es ist nicht einfach. Aber ja, wir hatten noch das Thema Gewalt im Roman und das finde ich persönlich spannend, weil ich mal einen Thriller gelesen habe. Das war aber, muss ich sagen, auch ein Erstlingswerk. Der war so brutal. Ich habe echt nach, ich glaube, nach 50 Seiten aufgehört zu lesen, weil diese Gewalt so detailliert geschildert wurde. Das war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zum Kotzen. Das war widerwärtig. Also es hatte sowas Voyeuristisches, als ob man sich daran aufgeilt. Ich meine, ich kann das bei Filmen verstehen, dass Leute Splatterfilme irgendwie, also aber selbst da gucke ich Nicht. das nicht gerne. Nein. Aber dass Leute es dann lustig finden, diese Practical Effects, und dann explodiert dann Kopf und was auch immer. Tarantino ist da ja auch so ein Fan von. Sicher. Naja, das sind auch die meisten Tarantino-Filme, sinnlose Filme, vielleicht abgesehen von Pulp Fiction. Aber ich möchte da eine Analogie schlagen, nämlich Gewaltschilderungen. Ausufernde oder unnütze, die ja nicht die Handlung weitertreiben, etc., sind genauso sinnlos und unnütz wie detaillierte Sexbeschreibungen. Das ist exakt das Gleiche für mich, weil dort interessiert es mich nicht in Wirklichkeit das Detail und beim Sex auch nicht und bei der Gewalt auch nicht. Und vor allem, da sind wir auch wieder. Man kann ja mit feinen Andeutungen viel schlimmeres Kopfkino hervorrufen, als du in der Schilderung überhaupt zu Wege bringst. Und da sind wir auch wieder dort, wo viele Leute glauben, je genauer das alles beschrieben ist, desto besser ist dann der Roman. Nein, nein, nein. Nein, es muss, das hast du schon schön gesagt, es muss einen Zweck erfüllen. Ja. Und ich, also. In dem Sinne, es war wirklich, darum meinte ich gerade, voyeuristisch. Es war einfach nur, guck mal hier, wie geil ich hier diese Aber da Gewalt geilt sich ja der beschreibe. Schreiber selber dran Ja, auf. Das ist ja das wie? Problem. Ja, und es hat, ich habe danach über das Kapitel nachgedacht und dachte, okay, das hätte man auch ohne, das gesamte Kapitel hätte ohne diese Gewaltdarstellungen prima funktioniert. Nur so ein paar subtile Andeutungen, was da jetzt passiert wäre, hätten gereicht. Es hat sich nichts an der Handlung dadurch geändert. Also das war unnötig. Darum der Hinweis. Gut, es gibt vielleicht dann auch gewisse Genres, vielleicht gibt es einfach Leute, die es geil finden. Wenn ihr euch auf so eine winzige Nische fokussiert, bitte. Aber wenn man größeres Publikum ansprechen möchte, wäre auch meine Empfehlung, wenn Gewalt explizit dargestellt wird oder sagen wir mal ausufernd, dann auch zu einem Zweck. Aber was wäre denn ein solcher Zweck? Also mir würde nur einfallen, ich habe das in einem der letzten Podcasts schon mal gesagt, jetzt habe ich auch wieder den Namen nicht nachgeschlagen, ein KZ-Roman, dass da die Verletzungen, die die Leute teilweise haben durch die Misshandlungen und wie die sich dann entzünden, das Aber ist ekelhaft. es ist ein Aber schlechtes Beispiel, weil das weiß ja jeder. Ich meine, wenn ich nee, an aber einem da, KZ du hast es schreibe. aber nicht erlebt und nicht gefühlt. Und das war sinnvoll. Also das war wirklich, dann hattest du wirklich einen Eindruck, wie ist das da in so einer verlausten Baracke zu schlafen? Naja. Also das war in dem Sinne, es hat mich nicht gestört. Das war nicht appetitlich, aber das hat zur Stimmung beigetragen und um mehr ging es da quasi eigentlich auch nicht. Aber ansonsten Ja. kenne ich oder habe ich zumindest nicht gelesen, bis auf dieses eine Werk, was ich dann abgebrochen habe, so Ich wahnsinnig drehe sogar explizite Filme ab. Gewaltdarstellungen. Ich drehe Filme ab, wenn das Gleiche mit Sex, wenn sinnlose Sex-Szenen sich da häufen, dann drehe ich das ab. Wenn das keinen Bezug hat mehr zu dem Ganzen. Oder auch bei der Gewalt, wenn das sinnlose Gewalt gezeigt wird. Und man darf ja noch etwas nicht vergessen. Das vergessen, glaube ich, viele Autoren, die sich dann da von sich selber mitreißen lassen. Der Bösewicht ist ja nicht
haben ja auch schon mal gesagt, er ist ja nicht böse, weil er böse ist. Der verfolgt ja eine Absicht. Und jeder von und alle Bösewichte sind für gewöhnlich relativ rational und vernünftig. Das heißt, der weiß ja auch, dass sinnlose Gewalt wieder Gewalt nach sich zieht. Der will ja in Wirklichkeit auch keine Gewalt auf sich ziehen und so weiter und so fort. Dass er, und unnützen Aufwand, unnütz alles Mögliche. Klar, wenn ich jetzt jemanden foltern muss, dass er mir etwas verrät, ja. Aber ich muss es ja auch nicht schildern. Wenn ich nur schreibe, dann legt er eine Spitzzange auf das Tablett und noch eine Säge und so weiter. Ich muss es nicht. Ja, genau. Das Kopfkino macht den Rest. Was sinnlose Gewalt betrifft, ist gut, dass du Filme und Serien benennst, weil mir da deutlich mehr Beispiele einfallen. Wir haben jetzt nochmal angefangen, diese Amazon-Serie The Boys über charakterlich fragwürdige Superhelden. Hört mir überhaupt nicht an. Völlige Kacke, oder? Also ich finde, die ist sehr gut geschrieben. Ist mir jetzt beim zweiten Sehen auch nochmal aufgefallen. Und da ist eben eine Figur, einer der Superhelden, der Leute einfach mit seinem Laserblick zermetzelt. Also ist sehr brutal, die Serie. Aber es erfüllt tatsächlich einen Zweck in dem Sinne, weil dieser Typ, und das ist eben das Gefährliche, er ist halt Warum ultra, machst du das? ja, er ist ultra, ja, weil er ein Soziopath ist, dem die Menschen eigentlich egal sind. Er wird so von dem Marketing gehypt als der, ne, der Wohltäter, der Menschenretter, der Menschen liebt und der einfach quasi ein reines Herz hat. Aber wenn es darauf ankommt, ohne mit der Wimper zu zucken, zermetzelt er alle. Die Menschen sind ihm völlig egal. Der Ja. hat sogar Spaß daran. Ja, und da sind wir, das haben wir, glaube ich, schon einmal besprochen. Ich sage es trotzdem noch einmal. Diese ganzen Thriller und Filme und Bücher, also solche Thriller mit diesen genialen Mördern, diesen Ach so, Soziopathen. nein, 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 er Moment, ist, ja, okay. ich verstehe schon, dass das nicht so etwas ist. Aber es kann sich jeder Ja. x-beliebig viele Serienmörder-Dokus ansehen. Diese gibt es nicht, diese hochintelligenten Serienmörder. Das sind Hollywood-Erfindungen. Die gibt es nicht. Es waren immer armselige Kreaturen, die dann vor Gericht gesagt haben, ich habe Stimmen gehört und meine Mutter war böse zu mir und irgendetwas. Das sind Schutzbehauptungen. Es gibt, oder soll es unter einer Million, na, nicht einmal. Es sind normalerweise ganz armselige, Ja, primitive. da sind wir beim Marketing wieder. Also, weil Ted Bundy hat sich ja so inszeniert, der charmante, hochintelligente junge Mann, der dann auf der anderen Seite solche Gräueltaten begeht. Nee, Hast bei du The das Boys. letzte Interview gesehen von Ted Bundy vor seiner Hinrichtung? Das kannst du dir auf YouTube ansehen. Weißt du, was er gesagt hat? Ausschnitte Der habe ich nur Reporter hat gesehen. ihn gefragt, warum er glaubt, dass er so ein Monster geworden ist. Und er hat gesagt, naja, er glaubt, weil er schon, wie er erst 6 Jahre alt war, Pornografie gesehen hat. Also nicht er ist schuld, die Pornografie. Ja, klar, aber das ist bei Soziopathen ja immer so. Alle anderen sind schuld. Schutzbehauptung, eine banale, die ihnen dann der Anwalt und der Psychologe und Psychiater noch einredet. Sag das, du hast Ja, Stimmen ich gehört. meinte jetzt nur, was Gewalt betrifft, explizite Gewaltdarstellungen, die zum Beispiel die Figurenzeichnung unterstützen können. Das war jetzt, ist mir bei The Boys eben aufgefallen, dass das ist ja auch der Antagonist. Der Zuschauer soll ja wissen, dass das der Gegner ist, gegen den die Guten quasi bestehen müssen. Und dann wird er eben in der Serie selber von der Firma, für die er arbeitet, als Held stilisiert und gleichzeitig zermetzelt er da eben alle Leute. Gleichzeitig, und das ist mir dann gestern bei der Folge aufgefallen, der Protagonist, der Held, ist genauso gewaltbereit. Also das ist das Schöne in dieser Serie. Es ist eben nicht so schwarz-weiß, sondern die Gewaltdarstellung erfüllt immer den Zweck, zu zeigen, dass die Figuren ja nicht unbedingt die besten menschlichen Voraussetzungen erfüllen. Und dann stellt sich eben dann die Frage, was ist Menschlichkeit überhaupt? Und. Also das ist, Ja. dann wird es wieder tief. Oder wo ich es schon viel sinnloser fand und auch geschmacklos war bei Game of Thrones.
Habe ich mir auch nicht Hast du angeschaut. auch nicht gesehen. Das waren zumindest in den späteren Staffeln einfach. Am Anfang hat es noch Sinn ergeben, dass man gesehen hat, okay, Leute wurden geköpft. Und das hat aber auch immer in der Geschichte einen Zweck erfüllt. Oder ne, bei Kämpfen und die wurden schwer verletzt. Alles gut. Und in den späteren Staffeln war es dann nur noch Snuff. Also es ging nur noch um den Gewaltexzess und das möglichst. Also mein Mann hat die Serie vor mir gesehen, dann haben wir es zusammen geguckt. Hat mir immer gesagt, wann ich die Augen zuhalten soll. Also ich habe diese Dinge nicht gesehen, weil ich Aber sowas sowas muss ich abstoßend mir nicht finde. ansehen. Nee, widerwärtig. Und Genau. das hat in der Geschichte selber, das hätte man wunderschön implizieren können, ohne es explizit zu zeigen. Vielleicht nur die Gesichtsausdrücke der Figuren hätte schon gereicht. Aber nein, man musste voll reingehen. Und das ist, Nein, ja, das hat an ist. der Stelle keinen Unterschied gemacht. Das war wirklich sinnlose Gewalt. Und das Und zeigt das hast irgendwie. du auch bei Tarantino. Sinnlose Gewalt, die Ja. Geschichte ist. Denk nur, wie heißt das mit diesem Schwarzen, der Django Unchained, eine Aneinanderreihung von sinnloser Gewalt. Man weiß überhaupt nicht, was die Geschichte irgendwie. Ja, der sucht seine Frau irgendwo und so Den habe weiter. ich mehr gesehen. Ich habe den nur Egal. einmal gesehen. Hateful Eight habe ich als letztes gesehen Egal. und da wird auch. Kill Bill. Völlige Kacke in Wirklichkeit. Habe ich nur den zweiten gesehen, Also, was ich tatsächlich. für ein Meisterwerk halte, ist Jackie Brown und Pulp Fiction, auch mit den Zeitebenen und so weiter. Und dort hält sich das auch eigentlich in, bei Jackie Brown ist fast überhaupt wenig Gewalt, was aber sehr eine coole Story ist und so weiter. Und bei Pulp Fiction sowieso cool. Aber alle anderen Filme, muss ich sagen, Ja, sinnlos. und bei Pulp Fiction, also die einzige wirklich explizite Gewalt ist ja nur da im Auto, wo aus Versehen Unabsichtlich, ja. unabsichtlich genau der Mitfahrer geschossen wird. Und das hat dann wieder eine Auswirkung auf die Handlung, weil sie ja noch selber das Auto reinigen müssen. Ja, Also ja, ja. das ist dann nicht einfach sinnlos, sondern weil also es beeinflusst den Fortlauf der Handlung auch noch. Ja. Obwohl es da im wahrsten Sinne des Wortes sinnlose Gewalt war, weil es eben nur ein Versehen gewesen ist. Das wiederum ist schon so Aber keine Ironie. beabsichtigte, also nicht Ja, aus genau. bösen Willen oder so. Richtig. Ja. Ja, und da würde ich bei allen Büchern Abstand nehmen. Und in meinen Bowman-Dingen kommen da auch Gewaltdinge natürlich vor. Und manche Dinge muss man ein bisschen beschreiben, dass man sich vorstellen kann. Aber ich würde da auch sehr am Teppich bleiben immer. Und was ich aber dann noch sagen wollte, bei Kampf, du hast es auch ein bisschen kritisiert, aber ich mache das dann trotzdem. Zum Beispiel kannst du das Tempo dann gut ändern. Eben, dass ich dann zum Beispiel die Kampfszene in der Gegenwart schreibe. Das Kann bringt mehr man. Tempo rein. Das ist gut. Ich habe Genau. bei dir nur kritisiert, dass es nicht konsequent war, weil immer wieder Informationseinschübe waren, die im Präteritum formuliert waren. Das hat die Action dann wieder rausgenommen. Ja, ich bessere Das, mich ja, aber du bist ja. erst auf Seite 80. 100. Ich habe es bis 100 geschafft. Oh. Ich lese noch weiter. Alles gut. Nein, aber nee, das klar. Kampfszenen sind Action-Szenen. Action braucht Tempo. Und da ist es legitim, auch meiner Ansicht nach, auch innerhalb eines Kapitels, wenn man möchte, wenn es sich anbietet, des Tempos zu wechseln. Ja. Eindeutig. Also, das ist noch so eine Empfehlung für Kampfszenen. Ich überlege gerade, ob man das irgendwie, weil das Thema ist ja Gewalt, Kampf und Waffen, irgendwie in eine Struktur bringen kann. Also, dass man sich erst überlegt, brauche ich die Gewalt an der Stelle? Wenn ja, welche Waffen benutze ich? Oder welche Das hat jetzt eben Kampftechniken? mit der Zeit oder mit der Art der Geschichte zu tun. Wenn du jetzt einen Western schreibst, dann wird das eher klarer sein. Aber wenn, es kann ja auch jemand überfallen werden und einen Aschenbecher als Waffe verwenden. Das heißt, es kann ja alles zur Waffe werden. Das ist ja dann auch die hohe Kampfkunst. Da gibt es ja von, ja, es fällt mir jetzt nicht ein. Wer ist der Autor dieses Buch Shibumi, was als so einer der tollsten Thriller gilt? Egal. Und da ist eine Kampfkunst erfunden worden, die es gar nicht gibt. Da haben die auch wieder, wo sich Wirklichkeit und Fiktion vermischen, das dann
durch das Buch die Leute gegeben hat, die dann diese Kampfkunst entwickelt haben, die es eigentlich nur im Buch gegeben hat. Auch sehr cool, auch sehr cool. Trevanion heißt der Schriftsteller. Es ist so ein Künstlername, Trevanion. Hat mehrere Bücher, gibt auch Verfilmungen und so weiter. Auf jeden Fall, ja, das kommt darauf an, wenn jetzt die überfallene Hausfrau wird eine andere Waffe jetzt verwenden, wenn sie eine verwendet, als der Auftragskiller und so weiter. Also das muss immer eben der Figur angepasst sein oder eben, dass du in der Figur bleibst. Es kann nicht plötzlich der noch nie eine Waffe in der Hand hatte in deiner Geschichte, die harmlose Figur, eine Pistole aufheben und dann damit wie ein Profi umgehen, zum Beispiel. Also solche Dinge auch, dass man das berücksichtigt. Ja, Oder darum fand ich deinen Hinweis auch gut, wenigstens einmal auf den Schießstand zu gehen, um zu fühlen, wie sich so ein Rückstoß anfühlt. Ich habe das zwar nicht aus erster Hand, sondern aus jemandem vom Schützenverein, der mir von seinen Anfängen als Teenager berichtete und dass er sich selber, weil er die Arme nicht durchgedrückt hat, das kennst du bestimmt auch, Peter, der Klassiker, so bumm, geht selber gegen die Stirn. Also Tipp für euch. ja, Das, oder? was ihr im Fernsehen seht mit den durchgedrückten Armen, das hat einen Grund. Denn wenn ihr die Waffe quasi so haltet, Je dann nach schießt Kaliber. ihr euch, der Rückstoß schleudert euch die Hände selber gegens Gesicht. Ja, und was zum Beispiel in Filmen auch immer wieder vorkommt, wenn du in einem geschlossenen Raum mit einer Polizei, sagen wir, mit einer 9 mm Pistole schießt, du hörst eine Woche nur mehr Tinnitus. Also, und dann werden da drinnen Feuergefechte in geschlossenen Räumen. Das ist völlig verrückt. Ja, genau. Und daher haben die meisten Leute, die Laien wie ich, ihr Waffenwissen aus dem Fernsehen. Das ist nicht realistisch. Auch dieser Klassiker, dass die Polizisten mit der Waffe dann so durch den Raum schleichen. Mittlerweile machen sie es nicht mehr so oft, aber in den 90ern und vorher war das ganz viel. Man hält die Waffe sich nicht neben das Ohr oder neben das Gesicht. Ja. Das wurde gemacht, weil, ne, mit diesem kleinen Fernsehformat. Es sollte einfach gezeigt werden, dass die Waffe gezogen Ja. ist, damit die mit im Bild ist. Aber eigentlich, das macht man bei diesen modernen Polizeiserien, sieht man auch immer, die halten die Waffe mit gestreckten Armen Es runter, ist sodass die direkt anheben können, um zu schießen. Sonst musst du erst ja. Training machen. Ja, aber da steckt noch was anderes dahinter. Und zwar, dass sich auch die Ausbildungen von Militär und Polizei verändert haben. Zum Beispiel, früher wurde so über die Schulter geschossen und heute wird so geschossen. Und früher war die Überlegung, wenn du über die Schulter schießt, bist du ein kleineres Ziel, weil du diese Seite und nicht die frontale Seite. Und dann entwickeln sich dazu die beschusssicheren Westen, dann kann der eher wieder frontaler stehen und dann und so weiter. Also da gibt es auch, oder mit dem Hochhalten und Runterhalten, es gibt eben nur die zwei Möglichkeiten, um niemanden zu gefährden. Ich halte sie in die Luft oder ich halte sie nach unten. Ach so, okay, weil ich dachte, nach unten wäre der Standard und dass dieses neben das Gesicht halten tatsächlich nur aus dem Fernsehen käme. Vielleicht spielt das ein bisschen auch mit, aber an und für sich soll eine Waffe, also das muss man vielleicht auch dazu sagen, man muss jede Waffe, die man, reden wir jetzt von Feuerwaffen, als gefährlich betrachten. Egal, ob sie geladen ist oder nicht, weil derjenige, der sie hält, kann eine falsche Annahme haben. Geschweige denn der andere. Das heißt, eine Waffe darf nie auf jemanden zeigen, außer man will auf diese Person, auf dieses Ziel schießen. Und von daher kommt das auch nach unten halten. Ja, früher haben sie überhaupt gestreckten Anschlag und so. Halt ist das so. Das ist jetzt natürlich der gestreckte Anschlag. Es gibt, da kann man sich natürlich YouTube-Videos ansehen darüber, was es da für Schulen und Überlegungen gibt, das ist dann schon tief in der Materie, kann man sagen. Ja, und drum, aber auch diese Filmdinge gehen dann gewissen Moden oder Ausbildungsständen oder Drills mit dem einher. Okay, wichtig ist nur, dass ihr euch nicht nur an Film und Fernsehen orientiert, sondern wie gesagt, YouTube
unglaublich gute Fundquelle für alles zum Thema Waffen. Oder da hast du jetzt auch das, was ich am Anfang gesagt habe, zeitgemäß. Wenn jetzt mein Polizeithriller in den 50er Jahren spielt, dann hatte der eine andere Handhabung seines Dienstrevolvers, der Polizist, als heute der Polizist, weil der lernt es eben heute so und der hat es anders gelernt und hat auch anders gezogen und alles mögliche. Also das ist auch epochenmäßig verschieden. Und wenn, Spannend. kann man sich da, ich meine, das wird jetzt ein Leser nicht so leicht auffallen. Aber trotzdem hilft es, wenn ich das weiß oder ich kann es ja anführen, ich kann ja da mein Fachwissen reinbringen, ich kann sagen, in der Polizeischule hatten sie gelernt, aber er macht es heute anders, weil und so weiter und so fort. Wenn ich das weiß, kann ich es brechen und so weiter und umgekehrt. Ja. Immer Ja. der Figur angepasst, sagtest du auch noch. Also dann, ich möchte noch kurz auf das Thema so weg von Schusswaffen oder klassischen Waffen, sondern das auch eben Alltagsgegenstände. Du sagst eben Aschenbecher, aber dass alles eine Waffe werden kann und dass, wenn man eine Gewaltdarstellung braucht für die Handlung, für die Action, dass man vielleicht so als Tipp von mir gar nicht unbedingt auf klassische Waffen zurückgreift, weil man sich dann vielleicht das überlegen muss, okay, wo hat die Figur die jetzt her? Und die ist eigentlich nicht so angelegt, dass sie ein Waffenspezialist ist, dass man einfach ein bisschen kreativ wird mit der Umgebung und überlegt, was davon kann jetzt eine sinnvolle Waffe sein, um Na, Spannung zu alles. erzeugen. Genau, alles kann im Da Prinzip eine gibt es so Waffe eine sein. gute Passage, es ist einer meiner Lieblingsfilme, weil auch der Hintergrund absolut wahr ist, Männer, die auf Ziegen starren. Habe ich noch nicht gesehen, verdammt. Den schau dir an. Und es ist im Grunde alles wahr. Ich meine, der Film selber ist nicht wahr, aber dieses Programm über paranormale Fähigkeiten, sie wollten lernen beim amerikanischen Militär, dass sie mit Gedanken Ziegen umbringen können. Und das haben sie aber entwickelt, weil sie gehört haben, dass die Russen schon sowas können. Das ist aber trotzdem wahr. Die Abteilung und so weiter. Und der George Clooney ist da, der war in diesem Programm. Der Jeff Bridges spielt den Ausbildner, also wunderbar, Hippies und so weiter in dieser, egal. Und dann sind sie da irgendwo im Irak oder so im Krieg. Der Ewan McGregor ist ein Reporter und der George Clooney nimmt den mit dort irgendwo. Und dann werden sie von so Terroristen oder was gefangen und der George Clooney ist halt völlig immer abgehoben. Und er sagt dann, wir sprechen mit ihnen und wir werden sie dann mit unseren mit mental schlagen. Wir werden sie beeinflussen und so weiter. Und dann sagt der Junge, wie machen wir das? Dann sagt er, zuerst steche ich ihm einen Bleistift ins Auge. Ein wunderbarer Film. Okay, ja gut, dann noch eine Ja, Empfehlung. unbedingt anschauen. Und auch diese, das ist ja auch so, die Verrücktheiten, die in der realen Welt dann dort praktiziert wurden. Ja, Ja. zuerst wollten sie es mit, naja, die Ziegen haben sie gehabt. In Wirklichkeit sollten die Soldaten lernen, einen Kameraden zu verbinden, wenn er eine Schusswunde hat. Und zuerst hatten sie Hunde und da wollten sie den Hunden ins Bein schießen und das verarzten. Und keiner der Soldaten hat es übers Herz gebracht, auf einen Hund zu schießen. Und dann haben sie Ziegen geholt. Also völlig verrückt. Wow. Faith in humanity restored. Naja gut, andererseits wieder. Wenn du jetzt eine Ziege verletzen kannst, dann einem Soldaten aufgrund dieser Übung das Leben Ja in 5 Minuten, klar, schon alles klar. verrückt halt. Ja. Was es nicht alles gab. Ja. Okay, hast du zu dem Thema noch Ich was habe da noch, sagen? also es gibt natürlich, weil ja wir ein Literatur-Dialog sind, es gibt natürlich auch das, Bücher, jede Menge, vielleicht für Fantasy und historische Schreiber, das ist eine große Empfehlung. Liliane und Fred Funken, Waffen und Rüstungen. Und da Oh, sehr genügt, cool. warte mal, da genügt, Und schön illustriert. ja, ein Blick hinein und du siehst,
auch wie diese Waffen, das waren zum Beispiel da zufälligerweise die ersten Feuerwaffen, die eigentlich wie so kleine Kanonen waren. Panzer, warte mal, ja, Entwicklungen der Rüstungen und so weiter, also hochinteressante Sache. Ja, und zieht wirklich, wenn ihr die Gelegenheit habt, zieht mal so ein Ding an, volle Montur auf dem Mittelaltermarkt. Das ist, das Ja. müssen Kraftpakete gewesen sein damals. Wow. Naja, man darf noch etwas nicht vergessen. Diese langen Fechtszenen und so weiter, die gibt es auch nur im Film. Oh, das ist ein guter Hinweis. Weil es gibt zum Beispiel auch bei den Samurais in der asiatischen Schwertkunst, ich glaube, das heißt Laido oder Aido oder so, und da ist das Ziel, das schnelle Ziehen des Schwertes und mit einem Schlag den Gegner zu töten. Also es wollte eigentlich niemand fechten. Das Ziel eines Kriegers muss immer der Erstschlag sein, nicht herumspielen mit. Und wenn du diese Degenfechtereien siehst bei den Musketieren und so, naja, das gab es schon, aber das waren auch. Andere Epoche, andere Waffen, andere Zeit. Also darum ist das mit dem Recherchieren und Vorbereiten so wichtig. Also der Samurai würde sich nicht mit den Musketieren erst groß befechten auf einer Treppe. Ja, und der Musketier auch nur einmal, nicht? Wenn er auf diesen Gegner trifft, beim nächsten Mal wissen alle, der spielt. Ja, und eben, das hat ja auch sehr viel bei den Martial Arts Schulen auch heutzutage. Da wird ja immer mit gleichen Techniken und in einer Schule und gleichen Waffen gegeneinander gekämpft. Das war ja nicht immer so. Und das waren ja auch solche Marketing-Tricks mit diesen, das war schon zu Musashis Zeit so, der, ich glaube, der hat im 16., 17. Jahrhundert gelebt, konkurrierende Waffenschulen. Der Musashi hat zum Beispiel das mit den zwei Schwertern kreiert. Das kleine Schwert und das große Schwert, das die Samurais haben. Eben auch das kleine Schwert, wenn es wohl in einem Raum ist, ist vielleicht praktischer als das Langschwert und so weiter und so fort. Oder auch beidhändig zu kämpfen, hat der Propagierer gesagt. Und dann, wenn du nur mit einer Hand kannst, bist du von Haus aus einem unterlegen, der das mit beiden Händen kann. Aber was ich sagen wollte ist, und erst seit es jetzt in unserer Zeit dieses MMA, Mixed Martial Arts gibt, diese Käfigkämpfe, bis dorthin haben ja die Jiu-Jitsu-Apostel gesagt, mit Jiu-Jitsu schlägst du jeden. Die Karateka sagen, Karate, da besiegst du jeden. Der Thai-Boxer, jede Schule hat gesagt, so wie eine Sekte, so wie ein Guru, unsere Lehre ist die einzig richtige und die überlegene. Und wie sie dann bei diesen Mixed Martial Arts diese verschiedenen Kämpfer aufeinander treffen, weil der hat immer gegen einen anderen Karateka gekämpft oder gegen Ja, einen anderen klar. Thai-Boxer oder Kickboxer. Und als sie die dann zusammengepaart haben, sozusagen, da hat man gesehen, nein, nein, so ist es eben nicht. Es gibt keine überlegene Kampfkunst. Und alle modernen Polizei- und Militärkampfschulen, was die dann wirklich lernen, sind gemischt aus verschiedenen. Wo der Judo-Trick besser ist, ist der Judo-Trick-Wurf oder so etwas besser. Und wo der Karate-Schlag besser ist, ist der Karate-Schlag besser. Oder wo der normale Faustschlag besser ist, wie beim klassischen Boxen, ist halt der besser. Also Cherry-Picking aus allen verschiedenen Kampfsportarten. Und da bist du wieder bei Musashi, der sagt, du sollst keine Lieblingswaffe oder Kampf Ja. haben, weil sonst bist du unterlegen. Wie einer mit was anderem daherkommt, kannst du nicht mehr richtig reagieren. Wie hieß das Buch nochmal, der Fünf Ringe? Das Buch der Fünf Ringe, Das Buch der Miyamoto Fünf Ringe. Musashi. Ich zeig's da hinten. Schau mal, siehst du da hinten diese Kassette mit den Büchern? Ah. Da sind Musashi, das Buch der Fünf Ringe, dann Hagakure, das ist auch so ein Ehrenkodex der Samurai. Das ist so eine Sammlung von diesen fernöstlichen, auch Konfuzius und so weiter sind dabei, auch philosophische Sachen. Kostet 25 Euro. Wunderschöne Ausgaben. Amazon. Noch eine Leseempfehlung für die, die Absolut. sich für Oder asiatische Kampfkunst interessieren. Sun Tzu, die Kunst des Krieges, der absolute Klassiker, 500 vor Christus geschrieben. Geil. Sehr schlau, sehr klug. Noch was Lustiges habe ich.
Es gibt ja dann auch für Fans ganz besondere Sachen. Vom Meister. Ja, da gibt es dann natürlich, das sind dann seine, was auf Fotos die Waffe hat als Jugendlicher oder seine Jagdgewehre und so weiter, alles beschrieben. Also man kann sich da in diesem Waffenthema natürlich auch ergehen. Ja, was wäre jetzt noch bei Kampf und Gewalt? Ja, Man könnte wenn ich Kampf. jetzt einen Bösewicht als sehr böse darstellen will, oder das gilt ja auch vielleicht bei dem KZ, es genügt ja oft die Perfidie. Ja. Das ist ja viel schlimmer, finde ich, als eine Gewaltbeschreibung. Weil wenn ich etwas Hinterlistiges und so weiter und grausam bin, ich muss die Grausamkeit nicht beschreiben. Das ist viel wichtiger. Und dann hast du einen viel interessanteren Bösewicht, weil wenn der ihm die Finger abschneidet, okay, der schneidet ihm die Finger ab. Gut. Das kann Das ist jeder, halt ein genau. perverser Sadist. Aber wenn der irgendwie perfide und hinterlistig das macht und so weiter, oder vielleicht vordergründig als netter kommt, und das ist ja viel schlimmer als jede Ja, Gewalt. da sind wir wieder bei Ted Bundy und warum er so faszinierend ist, weil er eben überhaupt nicht wirkte wie das Monster, das er im Endeffekt war. Ja, Das eben. alle diese Serienkiller sind, bis auf wenige Ausnahmen, trotzdem nette Menschen, Ja, sonst so kommen sie ja nicht an die Opfer. unscheinbare, nette Nachbarn, genau. Genau. Was ich noch vielleicht abschließend ergänzen würde, wir haben jetzt sehr, glaube ich, auf der persönlichen Ebene Gewalt, also dass die Figur selber kämpft und sich verteidigt und Gewalt erfährt. Das kann man natürlich, das Thema Kampf, noch größer denken, dass man wirklich, was weiß ich, in Armeen oder Teams, in Gruppen denkt. Also das heißt, dann muss man sich bei dem Thema auch mit Kampfstrategien, jetzt nicht Kampfkunst der Einzelne, sondern Taktik. wie ein Team, Taktik. genau mit Kampftaktiken auseinandersetzen. Das wäre vielleicht noch ein Hinweis, dass das gehört auch zu diesem Themenkomplex. Da gibt es eben zwei Standardwerke. Da gibt es das Deutsche von dem Freiherr von Clausewitz vom Kriege. Das steht auch da hinten. Das ist ein dicker Wälzer. Und eben konträr dazu gibt es im Osten Sun Tzu, die Kunst des Krieges. Genau. Und auch diese, das habe ich ja hier, na, das habe ich auf der Toilette, von diesem Haro von Sänger, der das hier geschrieben hat, das basiert auf dem Sun Tzu, auf dieser Kunst des Krieges, aber da geht es eben um Strategeme, um List und Täuschung. Ist ein ganz schön dickes Buch. Und der stellt auch quasi diese westliche Denkweise von dem von Clausewitz gegenüber der östlichen Denkweise. Der von Clausewitz beschreibt das rein militärisch und diese Dinge. Das stimmt natürlich auch alles, was er schreibt. Aber beim Sun Tzu ist es eben anders. Da geht es eigentlich um die Erreichung des Gewünschten möglichst ohne Kampf. Eigentlich. Wenn ich den Nachbarn, den Feind manipuliere, dass er sich so verhält mit verschiedenen Falschmeldungen, Täuschungen, da sind wir wieder bei den Zauberern und Magiern, dorthin bringen, dass der unwissentlich eigentlich für mich das Richtige macht, dann erspare ich mir das. Und der Sun Tzu hat es auch sehr, wie sagt man da, ökonomisch gesehen. Ein Krieg kostet so viel Geld. Das hat er ausgerechnet. Das kostet im Jahr so viel. Das Heer kostet so viel. Der Kampf kostet so viel. Dann werden zu Hause die Leute unzufrieden. Je mehr Männer sterben im Krieg, desto gefährdeter ist der Herrscher zu Hause, weil irgendwann passt es ihnen auch nicht mehr und so weiter und so fort. Also sehr schlaue Überlegungen von dem Sun Tzu. Cool. Ja. Was gäbe, ja, weil du sagst, mit diesen Schlachten, genau, da kann man sich heute auch auf YouTube
die Schlacht von Waterloo, wie da die Regimenter eingesetzt wurden, die Artillerie etc. etc. Also da kann man sich schon damit befassen und da gibt es halt ganz gute Abhandlungen, warum der das gemacht hat, warum der das geglaubt hat oder so. Aber gibt es auch, also ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt, aber sowas, was weiß ich, wenn ein SWAT-Team in eine gegnerische Anlage reingeht, auch Analysen, was da, wie da die Rollen am besten aufgeteilt, Genaue ne? Prozedere, das gibt es da. Okay. Natürlich. Das, und immer fängt es eben mit der Aufklärung an. Informationssammlung ist das Erste bei allen. Immer. Weil nur dann kann ich überhaupt einen Plan entwickeln. Da. Und wenn ich die Gegebenheiten weiß, dann weiß der schon, naja, außen sind die Scharfschützen, die beobachten das von außen, greifen ein, dann gibt es das eine Team, das die Türe einschlägt und so weiter und so fort. Und wie die sich dann verhalten, eben, das sieht man eh auch in Filmen, die Räume sichern nach der Reihe und so weiter und so fort. Also das kann man, und wie gesagt, YouTube ist da ein Fundus, weil du kannst Okay. da. Du kannst da SWAT-Tactics auf die, was ich, der koreanischen Armee wahrscheinlich oder keine Ahnung eingeben und du wirst was finden. Okay, dann hätten wir das auch abgefrühstückt. Und es gibt auch sehr gute Kanäle eben zu diesen mittelalterlichen Waffen. Da Ja. gibt es Scola Gladiatoria oder wie das heißt oder Scala Grimm. Das sind so höchst erfolgreiche Kanäle, die wirklich, wie heißt es? HEMA, Historical Martial Arts, die da wirklich in der Tiefe das alles wissen und so. Also wer sich da interessiert, gibt es alles. Aber es ersetzt nicht einmal das Schwert selber in die Hand zu nehmen oder die Pistole oder was einem halt auch immer interessiert oder was man brauchen kann. Richtig, also da würde ich auch empfehlen, Google ist vielleicht die erste gute Anlaufstelle, um so einen Überblick zu bekommen, was möglich ist. Also, ach, wie du schon sagst, gerade bei historischen Waffen, erstmal gucken. Da hat man ja auch häufig auch nicht die Allgemeinbildung, dass man jetzt weiß, welche Schwerttypen, welche Speere, welche Waffen und Schilde gab es alles. Dass man Ja. sich da jetzt einen Überblick verschafft und dann vielleicht, wenn man jetzt zum Beispiel Fantasy schreibt und ein bisschen flexibler ist, eine Entscheidung trifft, was man überhaupt haben möchte. Und dann gezielt hingeht, mal auf den Mittelaltermarkt und sieht dann da eine Gruppe Lagerer, die genau sowas haben und fragt, darf ich das bitte mal anfassen? Und es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Eben, ich glaube, man muss sich da interessieren dafür. Aber ich glaube, du kannst als Autor auch sicher einmal mit der Polizeistreife mitfahren. Ich bin überzeugt, wenn du, die haben Öffentlichkeitsarbeitsstellen, wo du da hinschreiben oder anrufen kannst, du möchtest das gerne, oder du darfst vielleicht einmal bei einem Bundeswehrmanöver zuschauen und so weiter. Das wird alles möglich sein, wenn man es wirklich will. Ja, mit anderen Worten, um Recherche kommt ihr so oder so nicht herum und idealerweise, wenn ihr es richtig gut machen wollt, dann braucht ihr die Haptik. Also ob ihr jetzt wirklich selber mal mitfahrt oder euch ein Manöver anschaut oder einfach auf dem Mittelaltermarkt oder auf dem Schießstand eine Waffe in die Hand nehmt und mal abfeuert oder mal schwingt durch die Luft. Das riecht, das Schießpulver, das Ganze, ja, das ist ein Eindruck, das kannst du nicht von einem, eben den Geruch hast du nicht im Fernsehen. Und eben die Gewalt, die sich da abspielt und so weiter und so fort, das hast du eben nicht. Und das ist, Und ja. wenn ihr das glaubhaft beschreiben wollt, also ihr müsst jetzt nicht Mitglied im Schützenverein werden, aber dass ihr wenigstens einmal auf den Schießstand geht, wenn ihr eine Geschichte mit Schusswaffen habt, einfach um zu wissen, worüber ihr da schreibt, das ist schon eine Jeder okay Empfehlung. Jäger, wenn ihr nett seid, nehmt euch einmal mit auf einen Ansitz und schießt vielleicht ein Reh oder ein Wildschwein. Und ihr könnt das sehen. Und dann weiß man auch schon viel über die Wirkung von Waffen und was sich abspielt, was da los ist und was man auch empfindet dabei und so weiter und so fort. Ja. Also je näher man dran ist, wie gesagt, man muss ja da nicht reingehen oder vielleicht gibt dann einer rein, das kann auch passieren, aber man muss es nicht, aber man sollte ein bisschen was davon real erfahren oder erleben. Das finde ich wichtig. Ja, also wird der Qualität des Textes auf jeden Fall gut tun, wenn man das so macht. Ja.
Das ist auf jeden Fall unsere Empfehlung. Auch diese Martial Arts wie Karate, Boxen und so weiter, da gibt es überall Schnupperstunden. Geh einmal hin, schau einmal zu, wenn die Sparring machen und so weiter. Und dann gibt es ja heute die Helme und dann tust, die tun dir ja nichts. Dann boxt mit denen ein bisschen und du siehst aber, wie das Ganze ist. Bevor ich geboxt habe, habe ich im Fernsehen Boxen zugesehen und habe mir gedacht, jetzt sind sie müde oder was nach 2 Minuten. Ja, wenn du dann selber boxt, dann weißt du, warum die Ja, na, müde sind. Hochmut kommt vor dem Fall. Ja. Ich dachte auch, Taekwondo, das sieht so lustig aus. Ja. Macht Spaß. Ja, ich habe auch eine Probestunde genommen und war dann nie wieder da. Auf ein Thema wollte ich noch kommen. Das ist natürlich heutzutage sehr cool und wird auch von vielen Filmen und Serien unterstützt. Und da streite ich auch dann oft mit unseren in der Bogenszene mit diesen weiblichen Kriegerinnen. Und du hast es zuerst gesagt. Jetzt brauchst du als Frau, sagen wir schon einmal, ein leichteres Schwert als ein Mann. Jetzt bist du schon da, vielleicht mit der Länge und mit der Wucht unterlegen. Und dann musst du dir mal vorstellen, dann ist es so 1,85 m Mann und der schlägt dir da auf dein Schwert oder auf deinen Schild oder auf deinen Helm. Da ist vorbei für eine Frau. Das ist Oder nichts man könnte auch sagen, Diskriminierendes. für den kleineren Gegner. Das zählt ja genauso für kleinere Gegen die Männer. Zwerge. Na, böse, böser Scherz, aber das sollte man schon sich vor Augen halten, weil das ist auch bei den Vikings da mit den Schildmeiden, das ist lächerlich. Nicht, dass in Einzelfällen nicht Frauen gekämpft haben, natürlich, wenn das Die haben wichtig ja auch Haus und Hof verteidigt, wenn die Männer nicht da richtig, waren. Genau. richtig. Und wenn die Männer nicht da waren, haben wahrscheinlich auch die Buben unterrichtet ein bisschen oder die alten Männer und so weiter. Natürlich hat das auch ein bisschen so zum Handwerk gehört. Und es hat auch einzelne Frauen gegeben, die mitgezogen sind in die Schlacht und so weiter. Aber ob die dann in der ersten Reihe die Schläge abgewehrt haben, das ist ein anderes Es Thema, ist würde ich sagen. eine Frage des Trainings. Ich erinnere mich an eine Geschichte, ist bestimmt schon 15 Jahre her, wo eine brasilianische Profiringerin irgendwie abends von der Kneipe nach Hause gegangen ist und von einem Mann überfallen wurde. Er wollte sie vergewaltigen und die hat den Naja. in Schwitzkasten genommen, bis der ohnmächtig war, hat die verprügelt. Aber da Also kommt was dazu. Da kommt auch wieder eigentlich die Täuschung dazu, weil der Mann nicht damit gerechnet hat. richtig, aber deswegen meine ich also gute Ausbildung und dann natürlich, man kann die Schwächen natürlich auch zu Stärken machen. Da musste ich gerade dann denken, wo du meinst, der holt aus mit seinem Schwert und haut der kleinen Frau auf den Kopf. Ja, aber wenn der jetzt mein Einstiegsbeispiel ein Langschwert hat und quasi etwas plumper und nicht so beweglich ist, aber sie ist klein und agil, dann ist das ja wieder ein Vorteil. Dann muss sie halt nur wissen, wie sie diese Schwächen einsetzt. Und wenn es halt eine ausgebildete Kämpferin ist. Also ich will jetzt eine Lanze brechen für das Fantasy-Genre ganz besonders, weil das Ich da ja finde die häufiger auch vorkommt. cool, diese weiblichen Helden und Ja, so. also man muss es nur vernünftig begründen. So die 0815 Maid, die jetzt gerade quasi der naive Held, der gerade aufbricht, der noch nie irgendwie gekämpft Ja. hat, dann direkt besteht, dass es natürlich Schwachsinn ist. Das Ja, ist ja, die ja. nötige Ausbildung natürlich erforderlich. Und das versteht man dann, wenn man sich mal selber mit diesen Sachen persönlich auseinandergesetzt hat und plötzlich feststellt, das kann so gar nicht funktionieren. Naja, und du siehst es ja sogar heute, wo es wirklich um was geht. Wenn du eben solche SEAL-Teams oder SWAT-Teams oder Feuerwehrteams hast, dort ist kein Platz für Frauen. Weil wenn jetzt so ein Elitesoldat verletzt wird, dann braucht er einen anderen, der ihn beim Genick packen kann und raustragen kann. Und das kann eine Frau halt dann wirklich nicht. Da kann sie, ich meine, da ist halt der Mann überlegen. Das ist ja nichts Schlechtes. Aber es ist eben so. Und wenn ich jetzt die Wahl habe, habe ich in meinem Team 2 Frauen und 3 Männer. Na, ich würde es nicht wollen. Aber nicht, weil sie Frauen sind, sondern weil es, wenn es hart auf hart kommt, Ja, also Männer, die diese Voraussetzungen hätten, würde würden ich ja auch auch nicht wollen. aussortiert werden, Ja, genau. ich würde auch Deswegen keinen macht Meter das nicht jeder. 50. Ja, genau, ganz klar. Aber da ist es halt so gegeben. Ich hatte mal eine Freundin,
die war so groß wie ich aber die war sportlich, die ist jeden Tag gelaufen, die war Aerobic-Lehrerin und so weiter, aber sie war halt eine kräftige Frau in dem Sinn, so eine wie eine Brigitte Nielsen, so ähnlich. Nicht so schlimm, aber na, die war immer fuchsteufelswild, wenn wir so irgendwie herumgebalgt oder so haben und sie sagt, wieso bist du stärker als ich? Das gibt's ja überhaupt nicht. Ich tue da immer trainieren und so. Es ist einfach so. Und die war jetzt wirklich keine schwache Frau mit 1,70 Meter oder Ja so. gut, aber wenn die nur Aerobic macht, quasi nur Ausdauer, hat sie auch nicht die Kraft. Ball dich mal mit einer Kugelstoßerin. Das wäre Ja. vielleicht wieder was Ja, anderes. aber da hätte, aber sie hat es selber nicht glauben können, dass ich trotzdem Ja. stärker bin als sie und so weiter. Ja, Ja. Männer haben halt mehr Muskelmasse. Aber Frauen können die sich halt auch aneignen, aber trotzdem sind die dann nicht gleich auch mit einem Vergleichsweise. Navy SEAL, aber halt dann trotzdem möglicherweise stärker als der Durchschnittsmann, ja. Ja. Und es gibt jede Menge Männer, die auch schwächer sind Naja, als jetzt hatten wir ein Navy Paradebeispiel bei der Olympiade, oder? Ich will gar nicht darauf eingehen, bei dem Boxkampf, wo eine Transfrau, SEAL. Nee, ein es wir war keine Transfrau, die hat nur erhöhte Testosteronwerte. Wo man ja sagen kann, dass ob das jetzt natürliches Testosteron ist oder noch dazugegeben wurde, das ist die Frage. und kämpft mit einem Hodenschutz. Also, es gibt Fotos. 2018 wurde die Geburtsurkunde etc. Ich will darauf nicht eingehen. Aber das ist genauso verrückt und da siehst du das jetzt auch. Da bin ich absolut dagegen. Ja, dann soll sie eine eigene Transvestitenklasse machen, soll sich die gegenseitig die Fresse polieren, wenn sie Bin wollen. ich auch dafür. Transsportliga. Gibt es für die Paralympics ja, es wird ja auch niemanden Amputee gegen Usain Bolt antreten lassen und dann Usain Bolt einen Vorwurf machen, dass er schneller ist. Ja, Oder auf jeden noch Fall. besser, wenn die Prothese besser ist und dann der mit der Prothese schneller ist. Auf Facebook hatten sie ja die tollsten Memes dann, den Mike Tyson mit einer blonden Perücke. Er tritt jetzt. Er ist Aber der jetzt. Witz ist so alt, der ist so alt. Also South Park hat davor, ich glaube, vor 8 Jahren schon das ausgeschlachtet, das Thema. Naja, aber jetzt hat sich's manifestiert bei der Olympiade dann die Realität. Ja. 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 Gut, ja, ich glaube. Ja, wenn ihr dazu Fragen habt, ich Zu stehe gerne zur Transportlern. Verfügung. Nee, aber wir können vielleicht nochmal zusammenfassen, dass wir. Also insgesamt zu dem ganzen Themenkomplex kann man sagen, um Recherche kommt ihr da nicht herum. So ein Plot kann man sich noch so aus sich selbst heraus irgendwie herleiten, aber wenn es um dieses super Konkrete geht, Kampf und Waffen, müsst ihr zumindest mal an der Oberfläche selber das mal irgendwie erfahren oder in der Hand gehabt haben, damit euer Text einfach besser wird. Und jetzt noch speziell zu Gewaltschilderungen hatten wir auch noch drüber gesprochen. Das muss immer einen Zweck erfüllen für die Figur, für die Handlung. Und wenn ihr feststellt, ihr könnt es vielleicht auch einfach suggerieren, die Gewalt, und die Handlung funktioniert trotzdem oder die Figurenschilderung, Dann dann macht braucht ihr die Gewaltdarstellung nicht. Dann ist es eine unnütze Gewaltdarstellung. Dann solltet ihr überlegen, ob ihr die weglässt, es sei denn, ihr habt noch irgendeinen sehr speziellen Effekt, den ihr unbedingt erzielen möchtet, aber in der Regel braucht man es dann nicht genau. Und da explizit. stimmt, das muss ich jetzt, es kommt mir noch ein Gedanke, und da bringe ich das jetzt ein. Und da ist eben Show don't tell nicht besser. Ja, und was ich auch noch dazu ergänzen möchte, je nachdem, wie ihr euer Buch vermarkten möchtet, müsst ihr, ist das dann plus 18 und damit schränkt ihr euer Publikum ein, weil viele, also auch Leute, die schon längst plus 18 sind, sehen das nur und denken, oh, das ist mir zu explizit, das lese ich schon gar nicht erst. Das ist ja genauso wie bei Erotikromanen, wo direkt plus 18 draufsteht, so, oh mein Gott, das ist einfach nur Porno, darauf habe ich keine Lust. Damit Ja. vergraut ihr euch die Leser. Also, jetzt sind wir beim Thema Gewalt Eben. und Buchmarketing. Also auch in dem Zusammenhang sollte man das Ganze mal durchdenken, ob man die explizite Gewaltdarstellung wirklich braucht, ob man sie so explizit braucht oder ob man sie suggerieren oder etwas unverfänglicher kürzen kann. Da komme ich auf noch etwas.
was, glaube ich, mit dem Hand in Hand geht, was ich in vielen solchen Autorenforen und so weiter dann sehe, dann werden auch plötzlich die Pseudonyme verwendet. Weil der will gar nicht oder die will dann gar nicht für das stehen. Ah, du bist das, der das Pervers, den perversen Dreck da den geschrieben hat. Also da verstecken sie sich dann hinter dem Pseudonym, aber sind selber Opfer, weil die Zielgruppe von ein paar Perversen, die gerne solche Dinge lesen, ja, die gibt es wohl, aber Bestseller habe ich noch keinen gelesen, der weder Sex noch Gewalt, wo es darum wirklich ging. Ja, wenn man vielleicht die, wie heißt es, die letzten Tage von Sodom da ausklammert, das ist ja auch, das ist ja auch, das musst du auch einmal, da, boah, das Nein, magst du nicht lesen. nein, das Das sage ist aber ein ich Klassiker, nicht in Wirklichkeit. nicht. Aber Vielleicht auf einer Metaebene ja, irgendwo. genau. Auch weil es so quasi explizit alleinstehend wahrscheinlich ist. Eine Kuriosität im Grunde. Genau, das wird man schon zusammenbringen. Aber nur dafür gibt es heute ja zu viel von dem Schrott, würde ich fast sagen. Okay. Gut. Sonst zum Thema Kampf hatten wir nur noch gesagt, auch da klar, Recherche wichtig und dass man kreativ werden soll, auch die Umgebung mal mit bedenken soll, dass es eben nicht nur, weiß nicht, der Karatekampf nach allen üblichen Karate-Regeln, sondern dass man dem Ganzen vielleicht noch einen Spin gibt. Da sind wir bei der Folge von letztem Mal mit Pledge Turn und Prestige. Ja. Also, Auch die Tür kann zur Waffe werden, wenn ich sie ja, aufdrücke genau. oder alles. Man muss nur Also, kreativ nachdenken, ja. richtig, auch wenn es dann länger dauert, den Text zu schreiben oder man ihn 30 Mal überarbeiten muss, aber das, am Ende sollte man das beste und unterhaltsamste Ergebnis stehen. Und ist ja für mich auch viel faszinierender, wenn jetzt zum Beispiel, eben, da sind wir auch wieder bei der letzten Folge. Wenn der Leser rechnet jetzt nicht damit, dass der dem die Eingangstüre ins Gesicht stößt oder so etwas, das ist ja viel mehr Überraschung und viel Interesse, viel ja, unerwarteter, als wenn der dann irgendeinen Stock hervorzieht oder Genau, egal. das meine ich. Ja. Mit einer Schusswaffe jemanden in die Enge treiben oder erschießen, ja, das erwartet man, aber dann, Oder auch den wenn der Überleben. Schütze dann die Tür vor die Kopf bekommt, ist dann. Oder auch sozusagen den überlegenen Gegner, der die bessere Waffe oder überhaupt eine Waffe hat, dann mit Alltagsgegenständen zu besiegen, das hat ja noch mal mehr. Ja, also das, so hatten wir das noch gar nicht betrachtet, so im Zuge der Story, ne, dass man dadurch durch dieses Ungleichgewicht natürlich Spannung erzeugen kann. Und den Leser für den Schwächeren einnimmt. Weil wenn der eine mit zwei Pistolen kommt und der andere hat nur einen Stock oder gar nichts, dann denkst du, das geht jetzt schlecht aus für den ohne Pistolen. Aber wenn der dann einen guten Trick, eine gute Täuschung anwendet, dann schaffst du ja ein viel cooleres Image vom Helden, als wenn er halt auch zwei Pistolen hat oder so. Immer zur Figur passend, natürlich ist auch klar. Ja, die sollte dann schon smart genug sein, auch auf diese Idee zu kommen. Oder selbst wenn die Figur nicht smart ist, kann ja die Idee schon vorher gepflanzt werden, dass sie dann auf die lösende Idee kommt im Angesicht des Todes. Oh, da war doch heute früh das und das. Der Aschenbecher auf dem Tisch mit Asche drin. Bäm, der Gegner in die Augen. Oder sowas. Gut. Dann würde ich sagen, ich dachte, die Folge würde schlimmer werden, ganz ehrlich, weil ich auch mich so intensiv damit noch nicht befasst habe, weil die Waffen, die in meiner Romanreihe vorkommen, die hatte ich alle selber schon in der Hand. Ich habe ja gesagt, wir waren früher Mittelalterlagern. Mir fällt noch was ein. Das gibt es auch in Filmen, aber man kann auch so denken. Es gab ja zum Beispiel so einen Film, wo ich glaube, eine blinde Frau einem Gewalttäter gegenübersteht und sie schaltet dann das Licht aus. Und dann ist sie in ihrer Wohnung im Finsteren dem überlegen gewesen und so weiter. Also wo man eben eine Schwäche als oder wo man eben das Licht als Waffe oder nicht Licht als Ja, Waffe ja. verwenden kann. Genau, schöne Idee. Ja, dann würde ich sagen.
sind wir für heute am Ende angelangt. Wir haben es schon zusammengefasst. Tolles, super breites Thema, auch wenn man sich mal ein bisschen auseinandersetzt und sieht, was es alles für Inhalte gibt, was es für viele waffenbegeisterte Menschen gibt, die einem immer gern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also, wenn ihr Fragen zu Pfeil und Bogen habt oder auch zu anderen Waffen, könnt ihr euch auch gerne bei uns in den Kommentaren melden. Peter hilft euch da, gibt euch gerne Tipps. Er ist da sehr bewandert. Ich möchte mich auch gern verabschieden von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und like den Kanal, stellt uns Fragen, schreibt was in die Kommentare und ich freue mich auf das nächste Mal. Auf Ich Wiedersehen, mich liebe. auch. Tschüss.